der Orbit der Asteroide ist oftmals leicht geneigt gegenüber dem Orbit der Sonne, also gegenüber der Ekliptik. Was ist damit gemeint? Wenn wir von oben auf unser Sonnensystem schauen, mit der Sonne in der Mitte, läuft die Erde hier einmal um die Sonne. Und diese Ebene, die hierbei praktisch entsteht, das nennt man die Ekliptik. Also wenn wir von der Seite drauf schauen, hier die Sonne, hier die Erde, jetzt läuft die Erde also in die Projektionsfläche rein, dann läuft die Erde hier um die Sonne rum und das, diese Ebene hier ist die Ekliptik, also wir schauen hier von der Seite drauf. Ein Asteroid, der jetzt meinetwegen hier liegt, zum Beispiel, wieder von der Seite drauf geschaut, der hat einen Orbit, der läuft dann hier um die Sonne. Und also in einem gewissen Winkel gegenüber der Ekliptik, also das hier die Ekliptik, in die Ebene, in der die Erde um die Sonne läuft. Und dieser Winkel, den nennen wir Inklination. Und die Asteroide haben jetzt sehr oft eine Inklination gegenüber der Ekliptik. Das ist einmal hier dargestellt in folgendem Diagramm. Also auf der X-Achse ist der Abstand der Asteroide von der Sonne dargestellt in astronomischen Einheiten von hauptsächlich sowas wie knapp 2 astronomische Einheiten bis irgendwie 3,2 oder sowas. Aber mit bis zu 4. Hier außen ist dann der Orbit von Jupiter. Und das sind die Trojaner, die also in diesen Lagrange-Pointen Jupiter folgen bzw. voranlaufen. Die Inklination der Asteroide auf der Y-Achse geht jetzt bis 40 Grad. Also die meisten Asteroide liegen irgendwo zwischen 0 und 40 Grad, die meisten sind also erhöht. Das hier ist jetzt mal ein Plot mit zufällig 100.000 Asteroiden aus den bekannten knapp 600.000 Orbits derzeit. Und man kann hier individuelle Populationen erkennen überall, die sich dann irgendwie stellardynamisch erklären lassen. Der Punkt, der hier erwähnt werden soll, ist, dass die Asteroide nicht alle in der gleichen Ebene laufen wie die Erde, sondern dass es da diese unterschiedlichen Populationen gibt und sehr viele eine Inklination haben gegenüber der Ekliptik, in der die Erde um die Sonne läuft.